Ja, sehr verehrte Festversammlung, es ist mir eine ausgesprochen große Freude, heute die Laudatio auf unseren Preisträger der Alexander von Humboldt-Medaille, Herrn Professor Joachim Treusch, halten zu dürfen. Die Humboldt-Medaille wird verliehen an Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für die GDNE eingesetzt haben. Dennoch möchte ich, auch ich heute, mit Lorenz Oken beginnen. Sie haben schon mehrfach gehört heute, Lorenz Oken ist der Gründer dieser Gesellschaft vor nunmehr 200 Jahren. Die Lorenz-Oken-Medaille wird vergeben an Persönlichkeiten, die sich um die Kommunikation der Wissenschaften besonders eingesetzt haben. Und die Wissenschaftler vor 200 Jahren lebten damals vollkommen isoliert voneinander. Sie mussten ihre Ergebnisse per Brief, noch per Pferdekutsche, an den Adressaten senden. Die Gesellschaft war nicht das, was wir heute als Zivilgesellschaft bezeichnen. Nicht der wissenschaftlich interessierte Laie, nicht die heranwachsende Generation, sondern die Familien und Freunde der Naturforscher fanden zusammen, um sich miteinander auszutauschen, kennen, achten und eventuell auch lieben zu lernen. Das haben wir heute schon einmal gehört. Mit der Lorenz-Oken-Medaille wurde unser Laureat Joachim Treusch schon im Jahre 2010 ausgezeichnet. Und das nicht zuletzt für seine große Beteiligung an der Initiative des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft PUSH, Public Understanding of Science, eine große Initiative ins Leben zu rufen. Diese Initiative wurde in Form eines Memorandums 1999 von allen Wissenschaftsorganisationen unterzeichnet. Joachim Treusch wurde beauftragt, die Dialogaktivitäten zu koordinieren. Das Ergebnis dieser bahnbrechenden Initiative, beflügelt auch durch die berühmte Ruck-Rede unseres damaligen Bundespräsidenten Hermann Herzog im Jahre 1997, ist die vom Bundesministerium und vielen Stiftungen geförderte Organisation Wissenschaft im Dialog, kurz WID. Die GDNE gehört wie die großen Wissenschaftsorganisationen Max Planck, DFG, Leibniz, Helmholtz-Gemeinschaft und andere mehr zu den Gesellschaftern des WID. Nun schwenke ich über zu Alexander von Humboldt. Wir haben schon gehört, Alexander von Humboldt hat die GDNE maßgeblich weiterentwickelt und neu gestaltet. Mit großem Weitblick hat er 1928 die Einführung von Sektionen, Biologie, Geologie, ich nenne sie gar nicht alle, eingeführt. Das Ziel war nicht die Separation der Fachdisziplinen, sondern der konzentrierte Dialog innerhalb der Fachdisziplinen und der wissenschaftliche Austausch auch über die Grenzen der Fachdisziplinen hinaus. Aus diesen Fachdisziplinen, aus diesen Sektionen wurden die heutigen großen Fachgesellschaften. Ich nenne nur einige wenige, die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Chemie, die Gesellschaft Deutsche Chemie, Chemiker, die Bunsen-Gesellschaft und viele, viele andere mehr. Entsprechend der Fortentwicklung der Fachdisziplinen wurden in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die wissenschaftlichen Tagungen immer spezialisierter. Ja, selbst innerhalb einer Fachdisziplin entwickelten sich die Forschungsthemen so spezialisiert, dass auch zum Beispiel Chemiker oder Physiker untereinander kaum noch ein vertieftes Wissen des jeweilig anderen Forschungsthemas hatten und der gegenseitige Austausch oft unterblieb. Die GDNE jedoch blieb ihrem Auftrag, die Wissenschaften zu verbinden und den Austausch mit der Gesellschaft zu fördern, treu. Nicht selten wurde sie von aktiven Wissenschaftlern auch belächelt.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts erfahren wir zunehmend, dass die Zukunftsfragen nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller wissenschaftlichen Disziplinen erreicht werden kann. So entfernt scheinende Disziplinen wie Raumfahrt und Biologie, Meeresforschung und Physik sind heute innerhalb internationaler Netzwerke miteinander kooperierender Wissenschaftler vereint. Unter dem Motto »Wir haben nur eine Welt« haben sich unsere Nachwuchsforscher hier im Raum mit genau diesen drängenden Fragen in den letzten Monaten auseinandergesetzt. Die Bedeutung der GDNE und der Sendungsauftrag der GDNE kann heute nicht groß genug eingeschätzt werden. Unser heutiger Laureat, Joachim Treusch, gehört mit Alexander von Humboldt zu den Weitblickern, die nicht nur die GDE gestaltet, sondern mit und als Teil von ihr die Wissenschaften geprägt, die Kommunikation in die Gesellschaft vorangetrieben und die Politik maßgeblich überzeugt haben, Innovationen und Veränderungen zu fördern. In wenigen Tagen, am 1. Oktober, wird Joachim Treusch seinen 82. Geburtstag feiern. Geboren wurde er in Dortmund und mit 30 Jahren schon auf den Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Dortmund berufen. Und schon mit 43 Jahren wurde er Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und mit 47 Jahren Vorstandsmitglied des damals noch sogenannten Kernforschungsinstituts in Jülich. Mit Weitblick gestaltete Joachim Treusch das KFA, die Kernforschungsanlage, zu einem multidisziplinären Modell, das den Bedürfnissen moderner Forschungsfragen entspricht, um. Materie, Energie, Information, Leben, Umwelt wurden die Arbeitsbereiche. Es wundert daher nicht, dass das Motto, unter seiner Präsidentschaft 119. GDNE-Versammlung in Regensburg, das Motto lautete Koordination der menschlichen Zukunft, Energie, Materie, Information, Zeit. Der Festvortrag von Joachim Treusch 1996 trug den Titel Grenzüberschreitungen, Wege in die Zukunft. Alles dies unterstreicht die weitsichtigen Ziele, die ihn bewegen. Nun, nach Beendigung seines Mandats als Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums in Jülich im Jahre 2006 übernahm Joachim Treusch die nächste Herausforderung und wurde Präsident der Jakobs-Universität Bremen. Neugestaltung war das Ziel, Sicherung der Finanzierung die große Hürde. Im Jahre 2012 endet diese letzte große Aufgabe seiner wirklich beeindruckenden beruflichen Karriere eines großen Reformators in der Wissenschaftslandschaft Deutschland. Ehrenämter, die Freude machen, bekleidet er weiterhin. Sein Rat, seine Erfahrung und seine Weisheit werden gesucht. Und das nicht nur von der Gesellschaft und Politik, sondern auch von seiner Familie. Insbesondere von den Enkelkindern, die er auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitet. Wir, die GDNE, die Gesellschaft und die heranwachsenden Generation junger Wissenschaftler schulden Professor Joachim Treusch Dank und Anerkennung. Danke.